Der 14-jährige Kolditzer Nachwuchsrennfahrer Hugo Müller ist ostdeutscher Kartmeister. In der Klasse Rotax Junior erkämpfte er sich den Klassensieg des ostdeutschen ADAC Kart Cups 2023. Der ADAC Sachsen und der ADAC Berlin-Brandenburg hatten zu den letzten beiden Wertungsläufen des Kart Cup in Deutschlands modernste Rennkart-Arena geladen. 175 Motorsportler in unterschiedlichen Wertungsklassen waren angereist. Der Kolditzer kam in seiner Klasse als Spitzenreiter mit knappem Vorsprung hierher. Nachdem ein anderer Fahrer sein Kart im Vorstart zunächst nicht starten konnte und den Kolditzer blockierte, ging es dann doch mit Verzögerung in die Einführungsrunde. Trotz Aufholjagd blieb für Hugo Müller nur der Start aus dem mittleren Fahrerfeld. Der junge Mann behielt die Nerven und fuhr auf Platz 1. Nach Ende des ersten Wertungslaufes gab es einen kurzen Schreckmoment. Bei einer Kollision hatte sich der Frontspoiler an Hugos Kart gelöst. Dies führte zu einer 5 Sekunden Zeitstrafe. Da bei dem zweitplatzierten Luca Nobis ebenso der Spoiler ausgelöst war, wirkte sich die Strafe im Ergebnis nicht aus und der Laufsieg war perfekt. Im zweiten Wertungslauf hätte dem Kolditzer genügt, ins Ziel zu kommen. Mit der schnellsten Rundenzeit im Rennen und einem Topspeed auf der Start-Zielgeraden von 124,5 Stundenkilometern fuhr Hugo Müller schlussendlich Platz 2 nach Hause. Damit waren der Tagessieg in Mülsen sowie der Gewinn der ostdeutschen Kartmeisterschaft eingetütet. In der Rotax Max Challenge, welche bereits Mitte September abgeschlossen wurde, belegte der junge Kolditzer am Ende Platz 9.